Also ja, eine Zeile wurde nicht übersetzt. Eigentlich hat er sich zweimal wiederholt, nämlich dass Sif nicht verletzt werden kann, solange der Urkristall existiert. Und ja, diesen Kristall finden wir hinten im Kristallwald. Den haben wir ja bereits gesehen vom Balkon zum Gefängnisbereich aus. Ah, und hier sind auch überall Bücher. So. Einmal hier runter, bitte. Und den letzten hier würde ich gern anvisieren. Ey, kein Body Slam, du Schmuck. So. Prismasteine. Oh, und ich habe oben was vergessen, fällt mir gerade ein. Also, ja, nicht weit vergessen, nämlich von dieser Seite kriegt man es nicht. Man muss auf die andere Seite. Hinter diesem Bücherstapel ist noch eine Truhe versteckt. Und die gibt uns eine Kristallglut. So. Ja, damit können wir Waffen zu Waffen machen. Was allerdings meiner Meinung nach nur ein Running Gag ist. So, wir sind im Waldgebiet angekommen. Dort hinten sehen wir schon mal ganz leicht einen Goldgolem durchschimmern. Und dort hinten Kristallgolems. Also ja, wir werden den Wald einmal im Uhrzeigersinn kurz säubern, bevor wir in diese riesige Kristallformation eindringen. Das heißt, erstmal muss der hier weg. Wow. Dann muss sein Kumpel weg, der da gerade angerannt kommt. So. Weg mit dir. Dann kümmern wir uns hier drüben um die Golems, die sich, glaube ich, hier hinter der Wand verstecken. Genau, hier versteckt sich einer. Ja. So, zwei Schläge zweihändig und er ist weg. Und dann kümmern wir uns um den Goldgolem hier dazwischen. Oh, der hat uns schon bemerkt. Wir haben voll an ihm vorbeigeschossen. Na, komm her. Komm, großer, großer, böser Golem. Ja, und achtet mal auf den großen Kristall, den er da oben hat. Da ist nämlich jemand eingesperrt. Mal wieder. Ja, das letzte Mal haben wir Dusk aus Oazil befreit. Mal sehen, wen wir hier befreien werden. Sieht ein bisschen zwiebelförmig aus, was da drin ist. Hat sich Sigi etwa einsperren lassen? Ja, Treffen ist eine Glückssache, sag ich und hau daneben. Du siehst so ähnlich aus wie Sigi, aber dein Schwert ist kleiner. It was you who rescued me. Why, thank you. I am Sieglind of Katarina. I don't know how I ended up in that crystal. It wasn't terrible in there, but I could hardly move. I must think of some way to repay you. Ja, wir haben Sieglinde aus Katarina gefunden. Sie sieht Sigi der Zwiebel sehr ähnlich. Oh, have you seen my father? Na toll, seine Tochter. A suit of armor just like mine. Ja, haben wir. Thank goodness. I knew he was here somewhere. Well then, now I must find him. Thanks again, truly. Now if we'll just stay put and keep out of trouble. Ja, du solltest zum Feuerbahnschrein gehen. Thank goodness. Well then, now if we'll just... Ja. Geh lieber erstmal zum Feuerbahnschrein zurück, ruh dich aus. Hier bist du nämlich nicht so wirklich sicher. Genau. Au. Naja, ich wurde nicht getroffen. Das sah trotzdem schmerzhaft aus. Wow. Okay, es reichen doch keine zwei Schläge. So. Was liegt hier? Wahrscheinlich wieder ein blauer Brocken, genau.
Ja, das merkt man. Die Gebiete sind ziemlich farblastig. Also in den Katakomben haben wir weiße Brocken gefunden, in Neulondo graue Brocken. Hier finden wir jetzt blaue Brocken. Naja, Steve ist auch ein ziemlich magiebegabtes Wesen. Ey, ich will nicht da daneben schlagen. Wow. Aber totgeschlagen werden will ich auch nicht. So. Weg mit hier. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, in den Dämonenruinen war ja auch so eine goldene Nebelwand. Dort gibt es dann rote Brocken. Weil das ein Feuergebiet ist. Macht ziemlich tollen Sinn, oder? Hm? Blaue Kristallgolems, die blaue Brocken haben. Nur irgendwie machen die weißen Brocken in der Gruft keinen großen Sinn, finde ich. Warum gerade Nito einen heiligen Schmied bei sich hatte. So. Ich meine vor allem, dieser Schmied konnte Sachen bauen, die Nito gefährlich wurden. Er als erster Toter. Und es war ein göttlicher Schmied, der Waffen gegen Tote und Untote gebaut hat. So, weg mit dir. Gut. Aber ja, nicht darüber streiten. In Dark Souls muss nicht alles Sinn machen. Immerhin töten wir jetzt große Fürsten für eine Urschlange, die aus irgendeinem Loch gekommen ist, in dem sie jahrhundertelang gepennt hat. Also ja, muss man nicht in Frage stellen, warum Nito einen göttlichen Schmied hat, der Waffen schmieden konnte, die ihm gefährlich werden. So, weg mit dir. Und ja, ein blauer Brocken. Und da liegt noch Loot. Übrigens, der Goldgolem wäre nicht aufgetaucht, hätten wir Siegmeier nicht das Moos in der Schallstadt gegeben. So, die Kristallrüstung. Kristallisierte Rüstung, getragen von einem hohlen Ritter, wie das klingt, der teilweise kristallisiert war. Die Macht der Kristalle gewährt eine hohe Verteidigung. Ja, ein hohler Ritter, das sollte eigentlich ein ausgehöhlter Ritter sein. Ist schlecht übersetzt. So. Jetzt haben wir noch den Golem da hinten auszuschalten und dann können wir uns langsam auf den Weg zum Eingang in diese Kristallhöhle machen. So. Wow. Ja, genau, sein Kristallfluch. Der das gleich zweimal macht. Rückzug, Rückzug, Rückzug. So, einmal heilen. So. Jetzt haben wir wieder einen Hit kassiert. Oh, und schon wieder ein blauer Brocken. Naja, daraus kriegen wir grüne Scherben, die wir eigentlich auch nicht mehr brauchen. So, jetzt haben wir nur noch die beiden am Eingang zum Kristallwald, wobei das hier eher aussieht wie eine Höhle. Du kommst hier nicht hoch. Ich kann euch da ganz ruhig verprügeln. Das ist die Rache. Das ist die Rache dafür, dass ich mich über euch lustig gemacht habe. Ist schon gut, Jungs. Ja, ein +4er Flakon ist Gold wert. So. Und du noch weg. Au. So. Ja, etwas übermütig geworden. Gut, hallo Kristallwald. Hallo kristallisierte Bäume. Ja, das sieht eher aus wie eine Höhle. Und das Ding heißt auch Kristallhöhle, wobei Kristallhölle etwas besser passen würde.
Ja, Kristall der Bäume, noch mehr Kristallbäume. Ah, sieht creepy aus. Hallo, Kristallhöhle. So, gleich wieder ein Golem. Die Kristallhöhle ist zum Glück relativ kurz und es gibt hier nicht viele Gegner. Allerdings ist sie recht nervig. So, erstmal den da wegmachen. Das ist nämlich der einzige respawnende Gegner hier. Egal. So. Also man sieht, in der Kristallhöhle geht es tief, tief runter. Und Mondlichtschmetterlinge gibt es hier. Drei oder vier an der Zahl. Die Jungs sind allerdings nur zum Chillen hier. Also die tun einem absolut nichts, solange man sie nicht anpisst. Ja, und das hier sind die lustigen Kristallpassagen. Unsichtbare Wege. Wobei der hier noch recht harmlos ist. Wir sammeln mal die Menschlichkeit hier auf. Gehen dann langsam wieder zurück. So. Wir müssen hier lang. Lassen den Mondlichtschmetterling da einfach mal in Ruhe. Jo. Und jetzt müssen wir uns erstmal um den Golem da drüben kümmern. Beziehungsweise den hierher zu uns buxieren. So. Genau, er wird aggro. Und er kommt gleich angerannt. Nämlich netterweise über den unsichtbaren Pfad. Er kann nicht einfach so uns den Gefallen tun und uns und in die Tiefe hüpfen. Wow, aber er hat eine grobe Keule, die weitreichend tut. Wir dafür können ihn kaum erreichen. Wow. Dafür keilt er sich gerne hier in dem Gebiet fest. Also ja, so können wir ihm guten Schaden anrichten. So. Das ist nämlich wieder ein Goldgolem, aber im Gegensatz zu seinem anderen Kollegen draußen hat er keine Gefangene. Er ist nämlich irgendwie ein bisschen matt, nicht so klar. Und ja. Jetzt müssen wir über die Brücke, über die er gekommen ist, gehen. Ein Weg ist voraus. Ja, danke. Nämlich einfach geradeaus hier Indiana Jones mäßig laufen. Und hier gibt es, glaube ich, sogar gleich noch einen Weg weiter. Mal gucken, wo der ist. Ich benutze mal die Prismasteine, die wir vorhin gefunden haben. Dafür sind die nämlich gedacht. Die haben wir doch gefunden, oder? Genau. Prismastein. Genau, hier direkt vor uns ist ein Weg. Und der führt geradeaus, soweit ich weiß. Hier geradeaus. Genau, immer den Schneeflocken folgen. Auf diesen Kristall. Und dort ist der nächste Golem. Wow. Der uns einfach mal runterbuxiert. Genau, mit einem schweren Angriff sind wir weg. Und wieder in den Archiven des Herzogs. Ja, gut. Gucken wir, dass wir unsere Seelen wieder kriegen. Dieser Golem ist der mieseste Gegner in der Kristallhöhle. Aber ich würde ihn schon gerne töten. So.
Einmal hier runter hopsen. Den da töten. Au. Das war mies von dir. So. Kurz hochheilen. Den nächsten zu uns kommen lassen. So. Jetzt noch die beiden ausschalten und dann kommen wir schon wieder in die Kristallhöhle rein. Ja, den einen einfach mal anditschen, dann läuft er schneller, bleibt wieder hängen. Ja, komm her. Genau. Und wir schlagen direkt daneben. Diesmal treffen wir jedoch. Au. Ja, die haben eine grobe Kelle, die Jungs. Wow. Das kann ins Auge gehen. So. Weg mit dem einen. Weg mit dem zweiten. Einmal kurz heilen. Und wieder in die Kristallhölle hinein. Jo. Den da ausschalten. Wow, das war knapp. Jetzt bist du weg. So, jetzt müssen wir an unseren Seelenhaufen rankommen, ohne den Dicken zu aggroen. Und dann muss ich mir was überlegen. Und ja, allgemein sieht die Kristallhöhle gar nicht mal so böse aus. Mit den Pseudoschneeflocken und allem wirkt sie sogar recht hübsch. Aber fürs Gameplay technisch ist sie ein richtiger Ort. Und ja, da drüben ist unser Seenhaufen. Ah, das war einfach hier lang laufen. Geradeaus. Genau, Seenhaufen einsacken.